selben Abend für diese Veranstaltung. Hätte ich wirklich nicht mit gerechnet, finde ich ganz toll. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr alle so fleißig mitgegangen seid. Ich muss euch jetzt nicht noch voll labern, ich habe die ganze Zeit gelabert. Ich habe noch einen Redner, der gerne noch was sagen möchte. Er wird sich auch gleich vorstellen. Wenn er sich denn traut, müsste ein bisschen Vorschub geben. Das erste Mal, dass er vor so einer großen Menschenmenge spricht, aber passiert ihm nichts. Möchtest du? Oh, das Ganze. Ja, okay, dann gebe ich schon mal direkt mein Mikro weiter und freue mich. Ja, hallo zusammen. Hier ist mal wieder die Krankenschwester. Seit 25 Jahren. Ich fasse mich heute etwas kürzer, weil wir haben ja einen tollen Hauptredner heute hier. Ich muss sagen, ich bin wirklich wieder ganz begeistert, dass ihr alle hier seid, trotz des Wetters. Ich finde, das zeigt, wie wichtig und dringlich unser Anliegen ist, was wir haben und dass wir hier wirklich mit Nachdruck friedlich und bestimmt für Frieden, Freiheit, Zusammenhalt, Selbstbestimmung und einander zuhören stehen. Wir stehen hier vor allen Dingen auch für Zusammenhalt und dass das mit der gewollten Spaltung nicht geklappt hat bei uns, da ist unser Orga-Team ein bestes Zeichen, weil wir haben in unserem Orga-Team zwei Menschen, die dreifach geimpft sind. Das heißt, wir hören uns einander zu und wir halten zusammen. Die Spaltung hat nicht funktioniert und so wird das auch bleiben. Wie immer, was heißt immer, beim dritten Mal ist, glaube ich, Tradition. Ne? Also ich habe ja immer die RKI-Zahlen bzw. die Inzidenz vorgetragen. Hier vom Kreis Altenkirchen haben wir laut RKI-Dashboard heute Nachmittag eine Inzidenz von 781. Das heißt, wir dürfen uns freuen, dass 99,2% der Menschen im Kreis Altenkirchen nicht infiziert sind. Wir dürfen uns auch freuen, aktuell von heute Nachmittag, Divi-Intensivregister, 22% der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind frei. Und dann habe ich natürlich auch nochmal für den Kreis Altenkirchen geguckt. Im Moment liegt im ganzen Kreis Altenkirchen ein Mensch mit oder wegen Covid auf Intensivstation. Dem Menschen wünschen wir natürlich gute Besserung. Von 16 Intensivbetten im Kreis Altenkirchen sind aktuell 6 frei. Auch sehr schön. Vielleicht ganz kurz zu den Entwicklungen weltweit. Ich denke, ihr habt das auch beobachtet. In allen möglichen Ländern werden jetzt die Corona-Maßnahmen entweder erheblich zurückgefahren oder ganz gestrichen. Bestes Beispiel Dänemark im Moment, Spanien, Finnland, Niederlande, Schweiz ganz aktuell auch, seit Ende letzter Woche haben enorme Beendigung der Maßnahmen verabschiedet. Und England freut mich ganz besonders, keine Maskenpflicht mehr und Ähnliches. Und heute Morgen kam die Meldung, die werden die Impfpflicht fürs Gesundheitspersonal auch streichen. Verwaltungsgerichtshof in Österreich, da liegt ja eine Klage wegen der Impfpflicht vor. Auch das kam ganz aktuell am Freitag, hat wunderbare Fragen an die österreichische Bundesregierung. Zum Beispiel, wie viele Menschen sind denn mit oder wegen Corona behandelt worden im Krankenhaus? Was für Auswirkungen hatte der Lockdown oder die FFP2-Masken auf die Hospitalisierungsrate? Und warum gab und gibt es oder gab es 2021 eine Übersterblichkeit? Sehr interessante Fragen. Für diese Fragen hat die österreichische Bundesregierung bis zum 18. Februar Zeit, die zu beantworten. Und es war schon sehr erstaunlich, dass die am Samstag sehr kurzfristig eine Pressekonferenz einberufen haben,
und eine Rücknahme von Maßnahmen angekündigt haben. Interessanterweise. Die Fragen, die der Verwaltungsgerichtshof da gestellt hat, der österreichische, sind Fragen, die wir uns schon sehr, sehr lange stellen. Und wir sind sehr gespannt auf die Antwort und stellen die gleichen Fragen natürlich auch hier in Deutschland. Schon sehr lange, immer mal wieder. Weil, was macht die Landesregierung dann hier zum, trotz dieser ganzen Entwicklungen, trotzdem wirklich zwar die Inzidenzen steigen, aber wirklich die Intensivbetten und Krankenhausplätze frei werden, immer freier werden. Was macht hier die Landesregierung? Mein Sohn darf sich jetzt seit letzter Woche statt zwei, dreimal testen und er sitzt leider auch immer noch mit Maske am Platz. Ich fordere, hören Sie damit auf. Ja, und zu guter Letzt, in unserem Grundgesetz steht, alle Macht geht vom Volke aus. Leider haben wir uns die letzten Jahrzehnte diese Macht immer mehr nehmen lassen. Damit ist jetzt Schluss. Wir holen uns diese Macht zurück und wir geben nicht eher auf, bis diese Maßnahmen, die wirklich Kinder, alte Menschen vor allen Dingen schädigen, bis diese Maßnahmen zurückgenommen werden. Habe ich noch einen, unseren, ich sage ihn jetzt mal Mediziner, der Volker. Nein, darf man nicht sagen, doch. Er kommt ein bisschen vom Fach und hat sich heute Abend bereit erklärt, wenn er seinen Text noch lesen kann im Regen, ja, da ein bisschen was von sich zum Besten zu geben. Wenn ihr noch ein paar Minütchen Zeit habt, ganz toll, haltet noch durch, gleich dürft ihr alle nach Hause und so lange das Wort an unseren Volker. Mit dem Mikro. Vorweg möchte ich sagen, dass ich betonen möchte, dass auch ich dem Grunde nach dankbar darüber bin, hier stehen und reden zu können, auch wenn mir das, weiß Gott, wenn ich mir einen schöneren Anlass vorstellen könnte, dass auch ich parteilos und entschieden anti-rechts eingestellt bin. Wann immer ich von braunen Straftaten im Dritten Reich höre, überkommt mich endlose Scham und endloser Ekel. Also ich hoffe, niemand ist hier, der hier rechts eingestellt ist. Trotzdem finde ich es einfach nötig, einen deutlicheren Ton anzuschlagen, als das so mancher Vorredner sich hier getraut hat. In meiner Rede an euch möchte ich über die Angst sprechen. Angst fressen Seele auf. War das nicht ein Filmtitel? Und ist das nicht die Aufgabe eines raffinierten Strategiespieles? Da haben sie es doch innerhalb kürzester Zeit dazu gebracht, große Teile der Bevölkerung in Hysterie zu versetzen. Viele Mitbürger, ja selbst mancher der ungefährdeteren Jüngeren, empfangen ihren Impfstoff, wie sich gläubige Menschen nach dem Heiligen Geist sehnen. Empfangen ihn, als sei er ihre Erlösung. Doch leider, wie wir mittlerweile auch bei Corona wissen, ist nach dem Spiel vor dem Spiel. Dabei geht es, seien wir ehrlich, den allermeisten doch nur darum, sich der Schikanen, der Verbote zu entledigen, die sonst ihr ganzes Leben bestimmen würden. Verbote, wobei dieses nur eben überlebenswichtig ist, wenn der eigene Arbeitsplatz davon abhängt. Es geht um Normalität, um ein lebenswertes Leben. Um Teilhabe an gesellschaftlichen Dingen wie Vereinsleben, Essen gehen, Sport machen können, alles gute Gründe, sich frei zu impfen. Doch Achtung, wenn ich mein Herz und meinen Verstand befrage, möchte ich keines der Kinder des Rattenfänger von Hamels werden und möchte ich weiterhin in den Spiegel schauen können. Wir sind gesellschaftliche Geschöpfe. Wenn man uns das nimmt, uns voneinander isoliert, den Austausch verhindert, die Körperkontakte, die Ausdruck von Mitgefühl und Trost bewirken, verbietet, dann verkommen wir zu ameisengleichen, einzeln vor sich hin schaffenden Wesen, die einfach nur noch so funktionieren, wie es andere von uns wollen. Hey!
einmal so froh, so frei, begrüßten uns herzlich nach Lust und Laune, erkannten uns auch auf der anderen Straßenseite gehend. Heute treten oder boxen wir uns bei der Begrüßung. Das Vermummungsverbot wurde anscheinend außer Kraft genommen. Als ob sich so etwas Winziges wie die Viren von Fließmasken der gängigen Dichte beeindrucken lassen würden. Meine Lebenserfahrung ist, dass ich gerade im warmen, feucht-nassen Milieu Mikroben wohlfühle. Ja, auch ich, auch wir haben Angst. Aber nicht vor einem Virus, der einem gesunden Menschen in der Regel nichts anhaltend Arges anhaben kann, sondern von den aufgestachelten lieben Mitmenschen, die eingeredet bekommen haben, wir seien der Grund dafür, dass sie diese Viren, die es ja schon seit der Schöpfung gibt, nicht von der Backe bekämen. Die immer verärgerter, immer aggressiver im Ton über uns standhaften Ablästern, der Bruch zieht sich mitten durch die Gesellschaft, durch Belegschaften der Betriebe wie durch Familien. Die immer verärgerter und immer aggressiver im Ton. Kein Impfstoff der Welt desinfiziert Menschen, desinfiziert Atemluft und Schleimhäute. Der hoffentlich durch etwas vorhandene Schutz dieser noch in Probezeit befindlichen, hochgelobten Hightech-Waffen fängt doch in erster Linie erst auf der Blutseite unserer Körperoberflächen an. Dabei liegt doch der wirkungsvollste Schutz für uns darin, im Laufe des immer länger dauernden Lebens die eigene, gottgegebene, exzellente Immunabwehr nicht allzu sehr zu beschädigen, indem wir nur noch die mit viel Kommerz umworbenen Tüten, Astronautenkosten, Junkfood, Fastfood, Chips, Bagels und so weiter bequem und gierig in uns reinschaufeln. Jedenfalls, indem wir das Gegenteil tun, als frische, natürliche, nicht genveränderte, ungespritzte, selbst zubereitete Nahrung zu uns zu nehmen. Neben der Notwendigkeit einer Lebensmittelversorgung, die diesen Namen auch wirklich verdient, kommen natürlich auch Aspekte wie viel körperliche Betätigung, möglichst an der frischen Luft, wie heute Abend, liebevolles, angstfreies Leben, ausreichend Schlaf. Nein, der Mensch lebt nicht wieder auf. Die alte Ordnung wird nicht wiederhergestellt, wenn sie den letzten von uns zur Spritze überredet haben. Schlimmer, sie wollen uns ja sogar zwingen, sich an ihrem Impfexperiment zu beteiligen. Mir wurde wirklich Angst und Bange, als ich davon erfuhr, als ich Schriftwechsel sah, in denen sich eine Lebensversicherung und eine Krankenkasse dahingehend äußern, dass sie keinerlei Gelder ihrem Versicherten bereitstellen, wenn er durch die Corona-Impfung einen hohen Gesundheitsschaden erleidet, beziehungsweise dass die Hinterbliebenen den garantierten versicherten Geldbetrag nicht ausbezahlt bekommen, so wie es bei Selbstmördern nicht geschieht, also wie bei denen verfahren wird. Wir hätten ja schließlich das Kleingedruckte gelesen und unterschrieben. Das muss man sich mal vorstellen. Die zwingen uns zu dieser, ich nenne es Impfstofftestung, und lassen uns vorher brav unterschreiben, dass wir es auf eine Gefahr wollen. Wie Menschenleben verachtend ist denn das? Es sind mittlerweile so viele Fachleute, Ärzte, Naturwissenschaftler, mutige, ehrbare, ehrliche Menschen, die dies herausfinden und uns warnen wollen. Die Diffamierung solcher Menschen finde ich ungeheuerlich. Ich wünsche mir so sehr, dass Sie, und ich denke, ihr alle kennt viele dieser ehrenhaften, mutigen Menschen, endlich auch in die politischen Gremien und Talks des öffentlich-rechtlichen Fernsehens eingeladen werden. Wieso, was glaubt ihr, sollte das alte Sprichwort, wessen Brot ich fress, dessen Lied ich sing, nicht ebenso bei Corona-Fragen gelten? Ich persönlich, mein Verstand, mein Herz jedenfalls, hat es einfacher mit Aussagen von altgedienten, ausgeschiedenen, lebenserfahrenen Ehemaligen,
seien es Wissenschaftler, Mediziner, Professoren, als mit Botschaften von Menschen am Anfang ihrer Karriereleiter, den Abhängigen, den Möchtegernen, den Ehrgeizigen und Machthungrigen. Den hier eben zuerst genannten unterstellt man nicht so leicht unlautere Absichten. Leider gibt es auch Corona-Gewinner. Firmen und Betriebe, die an der bewusst erzeugten Angst und an dem verordneten Lockdown Gewinne gemacht haben. Die Großen werden immer größer, während der Einzelhandel, der sowieso vielleicht nur seine 5 bis 10 Kunden am Tag hat, zusperren musste, schoben sich die Massen weiterhin durch die Supermärkte. Ich frage mich, hat diese unfaire Regelung die Viren beeindruckt oder vielmehr dem Internethandel gedient? Seit mittlerweile 2 Jahren sage ich schon, die Kollateralschäden sind ungleich höher als der erreichte Schutz. Der wirtschaftliche Schaden ist riesig. Die Schäden, bedingt durch die Verschlechterung der Zwischenmenschlichkeit, der körperlichen Distanz, sind erschreckend. Wir sind als soziale Wesen auf körperliche Nähe angewiesen. Wo sind wir gelandet, wenn wir uns erst, nachdem wir uns gegenseitig eine, wie auch immer, gerade mal wieder neu ausbaldowerte Legitimation gezeigt haben, umarmen dürfen? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, für mich, und ich bin schon Ü60. Erscheint es nicht bedrohlich, wenn hauptsächlich multimorbide Menschen Ü80 an Corona versterben. Die durchschnittliche Lebenserwartung ist ja bei Frauen 83, bei weiblichen Mitmenschen 79. Zum einen ist das Leben ja nicht unendlich, wie wir uns häufiger bewusst machen sollten. Immer schon, auch ohne Coronaviren, versterben Mitbürger ärmerer, bildungsferner Schichten erheblich eher vor dem Erreichen der statistischen mittleren Lebenserwartung. Dies nun umso mehr, als es sich dabei um Menschen handelt mit Risikofaktoren wie Übergewicht, Tabak, erworbenen Diabetes, Hyperthermie und. Also was mir bis heute partout nicht einleuchtet, ist, dass sich die sogenannten Experten ständig mit Zahlenmaterial beschäftigen, als seien sie mathematisch genauen Ursprungs. Dabei agiert man doch jetzt zwangsläufig mit nicht nur einer Unbekannten, sondern oft gleich mehreren. Dieses Zahlenmaterial wird oft rein nach menschlichem Ermessen, nach Gutdünken erhoben. Wenn es um die Menge der echten Corona-Toten geht, wird schnell mal aus einem Mit ein An. Und wobei dies ja seltsamerweise für die Experten für diese Statistik anscheinend völlig unbedeutend ist, wie soll ich das anders auffassen? Aber genau diese Zahl ist ja ständig die Grundlage für die Freiheitseinschränkungen, die wir hinnehmen müssen. Für mich ist es sehr wohl von großer Bedeutung, ob ich einer von 100.000 oder einer von 1.000 bin, die an dieser Viruserkrankung zum Opfer fallen kann. Da kann ich ja gleich Kaffeesatzlesen betreiben. Aufgrund solcher ungenauen Prognosen kann ich doch nicht Beschäftigungsverbote, Zusammenkunftseinschränkungen erlassen. Was bitteschön soll dabei genaues, präzises herauskommen? Und seit meiner Schulzeit habe ich folgenden geflügelten Spruch aufgenommen. Glaube nur deiner eigenen gefälschten Statistik. Durch raffiniertes Ziehen oder Verkürzen von Längs- oder Querachse, von Ordinate oder Abszisse, kann ich mir vergrößert herauspicken, was ich demonstrieren möchte, was mir gerade in mein Konzept passt und dabei eben leider die Wirklichkeit bis zur Unwahrheit verzerren. Was ich nicht verstehen kann, ist, warum diese intelligenten, höchst bezahlten, einflussreichen TV allgegenwärtigen Moderatoren, die Herren und Damen Lanz, Blasberg, Illner, Mioska, Brecht, Will und so weiter, wacht doch auf, bitte ladet euch endlich kritische Stimmen zu euch ins Studio ein. Kleine Lichter, aber mutige Menschen. Mit viel Berufserfahrung, vielleicht sogar Whistleblower. Ich bin es so satt, bei euch immer die gleichen Köpfe zu sehen und zu hören. Meine direkte Bitte an euch, öffnet endlich euren Ohren und Herz. Seht hin, es gibt so viele Erkenntnisse, Enthüllungen. Wer da weghört, nicht hinschaut, macht sich mitschuldig. Was ich Ihnen sage, mag ja juristisch nicht ganz passend sein. Doch,
Doch werden es viele der hier Anwesenden genauso empfinden. Ich behaupte, der Staat erzwingt in Sachen Corona eine Umkehrung der Beweislast. Er tituliert, ja diffamiert und stigmatisiert jeden Ungeimpften pauschal als Gefährder. Moralisch minderwertig zu sein gegenüber den leider mittlerweile vielen folgsamen Geimpften. Er behauptet pauschal, ich sei Gefährder, ohne mein Blut, meine Lymphe und die dort befindlichen Schutzfaktoren zu kennen. Sie sind nämlich sehr wohl höchst unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Wenn man immer von schutzwürdigen Menschen spricht, erwarte ich Datenlagen zu dem Einfluss von Blutgruppen, Blutwerten oder anderen Laborwerten auf die Ansteckungshäufigkeit und die Schwere des Verlaufs. Habt ihr noch zwei Seiten oder soll ich Schluss machen? Also ich danke euch alle für euren Schneid, dass ihr hier seid, Mühen und Kosten auf euch nehmt, trotz Dunkelheit, Nässe und Kälte, dass wir zusammenstehen. Das verdient gesellschaftliche Anerkennung. Ein großes Lob an euch. Das ist gelebte Demokratie. Dankeschön. So, dann vielen, vielen Dank auch nochmal von mir. Ihr seid alle entlassen. Kommt gut nach Hause und ich freue mich ganz besonders, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und bringt bitte jeder einen mit. Dann sind wir schon doppelt so viel. Das schaffen wir. Kommt gut nach Hause. Bis bald, ihr Lieben. Ciao, tschüss.